Willkommen zum Gartenrundgang im Juli. Das ist hier der schönste Monat im Sommer. Und du siehst, der Bambus hier vorne, der wurde von mir schon mal geschnitten. Der muss allerdings noch ein bisschen größer werden, damit das dann wirklich wie eine gleichmäßige Hecke aussieht. Und ja, der ist auf jeden Fall super. Guck mal, hier sind schon neue Austriebe auch, ne? Also der wird nochmal einen Schuss machen diesen Sommer. Du siehst hier, die sind eine Woche vor einer Woche habe ich geschnitten und jetzt siehst du schon wieder hier über dem Schnitt sind schon wieder 30, 40 cm Neuaustrieb. Also der wird auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Schuss machen. Wir bewegen uns direkt zu auf den Topazapfel. Leider trägt der Baum dies Jahr nur einen einzigen, aber da bin ich schon mal sehr gespannt auf den Geschmack. Da passe ich gut drauf auf diesen einen Apfel. Dafür, dass der Baum jetzt gerade im ersten Jahr ist, oder ich glaube im zweiten Jahr ist er jetzt ein Jahr, letztes Jahr habe ich ihn gepflanzt im Oktober, dafür ist er schon sehr gut gekommen. Ja, die Feigen, die wachsen hier wie jedes Jahr prima, aber werden irgendwie nicht reif. Also wir werden sicherlich ein paar ernten, aber der Sommer ist hier zu früh vorbei, so dass man, wie gesagt, auch die letzten Feigen ernten kann. Aber ich bin ganz optimistisch, dieses Jahr werden wir unsere erste kräftige, größere Feigenernte haben. Ja, wir bewegen uns hier jetzt zu auf den Wein. Der Wein, der trägt leider nicht. Ich habe mir davon dieses Jahr eigentlich mehr erwartet. Insbesondere, weil ich den so schön hochgebunden habe. Aber irgendwie ist das Ding doch wieder nur irgendwie buschig geworden. Und ja, so sieht das Ganze aus. Mal gucken, vielleicht nächstes Jahr. Also das Ding wächst jetzt ordentlich. Und ich habe jetzt hier schon einen Trieb, den ich hier so rumführe. Der Rest kommt wieder radikal weg, dass ich irgendwann so einen Hauptstamm hier habe. Hier siehst du die Saskantonbeere. Die hast du ja im Juni schon gesehen. Wie die noch so halb reif. Also wir haben sie mittlerweile probiert. Meine Frau findet sie super. Ich sag so, das ist so lala vom Geschmack. Aber das ist oft so, wenn die im ersten Jahr sind und die ersten drei Beeren tragen, dann schmecken die nicht so lecker. Wir fanden auch die Josta-Beere nicht so toll im ersten Jahr und jetzt finden wir sie beide super. Ja, der Apfelbaum hier habe ich ja schon erwähnt. Der hat hier gerade seine Alternanzphase. Da passiert nichts. Maulbeeren haben wir hier wirklich kiloweise schon abgepflückt von dem Baum. Und obwohl wir hier nichts machen gegen die Vögel fressen die Dinge auch hier fleißig runter. Aber du siehst, meine Frau hat ordentlich geerntet. Also es sind irgendwie meistens nur noch rote dabei. Die sind noch nicht hier. Ne? So sehen die ja aus, wenn sie reif sind. Wie gesagt, meins ist es ja nicht so. Zwischendurch esse ich die auch mal gerne. Aber wie gesagt, die hat man schnell über. Die schmecken jetzt nicht so wie Brombeeren, obwohl sie so aussehen. Brombeeren, da kann ich so viel von essen, bis ich Platz. Ja, und hier haben wir die Indianerbanane. Ich sag dir nochmal eben die Sorte. Und das ist Mango C7,5, was es auch immer heißt. Das ist, ja, das Ding wächst ganz gut. Aber wie gesagt, da brauchen wir bestimmt noch 5 Jahre, bis das Ding irgendwie trägt. Ja, die Tomaten, die sind aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen, sind die ein bisschen trocken geworden und irgendwie halb eingegangen. Die Erdbeeren übrigens haben reichlich getragen, sind jetzt schon durch, schon lange. Und ja, die tragen irgendwie, die werden auch so langsam rot. Das sind übrigens unsere ersten Tomaten. Die erste Tomate, die ich bei mir geerntet habe, ist tatsächlich hier von denen Strauch hier gewesen. Der Basilikum ein bisschen verkümmert hier. Keine Ahnung, was damit los ist. Manchmal kommt der irgendwie super, manchmal nicht. Ja, dann gehen wir mal, wenn ich nichts vergessen habe, gehen wir mal weiter nach hinten. Übrigens, das muss ich dir noch eben zeigen, hier unsere tollen Stauden. Hier ist jetzt nicht mehr so viel, das drehende Herz, das ist schon verblüht. Diese hier auch und hier ist im Moment, hier hätte man noch ein bisschen was pflanzen können. So, aber hier ist das eine richtige schöne Blütenpracht. Du siehst hier eben, wie gesagt, alles, was du, was wir letztes Jahr gepflanzt haben. Und diese Teppiche, die breiten sich richtig gigantisch aus. Also diese hier, die werden richtig, richtig schön groß. Das Ding hier, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja, die Fichte übrigens entwickelt sich auch gut. Die hier steht mittendrin, die wird noch ein bisschen größer. Ja, das ist es hier vorne gewesen. Das ist immer so eine Freude, wenn das hier blüht. Und für die Bienen muss man ja auch was machen. Genau, kommen wir jetzt hier hin. Da gibt es eine kleine Neuerung, kannst du schon ganz gespannt sein. Ja, dieser Kübel ist hier einmal neu. Das sind, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Die sehen sich aber wieder selber aus. Das heißt, da haben wir irgendwann hier ganz viele. Also die lassen wir jetzt erstmal im Topf, ernten die Samen und dann setzen wir die hier überall immer mal zwischendurch rein. Weil die sind ganz toll und hier ist immer eine Hummel dran. Egal, wann man hier langläuft, du siehst hier immer eine Hummel dran. Ne? Also das ist wirklich so ein Hummelpflänzchen und wir wollen Hummeln haben zum Bestäuben. Deswegen müssen wir mehr von diesen Pflanzen machen. Ja, hier sind die neu gebastelten Hochbeete von mir aus Recycling-Kunststoff. Ich finde, sie sind wirklich schick geworden. Dann habe ich hier ein bisschen den Rosmarin habe ich zurückgeschnitten, aber ganz gewaltig. So, Salbei habe ich einen reingesetzt, das ist auch nicht verkehrt. Und hier haben wir einen Majoran. Hier haben wir so ein bisschen Mix aus Petersilie und Rucola. Petersilie muss man ja immer jedes Jahr in ein anderes Beet pflanzen, weil sonst kommt er irgendwie nicht, ne? Weil der selbst unverträglich ist. Dann haben wir Basilikum, übrigens hier mein Trick, immer die Blüten abreißen, immer schön hier die Blüten wegmachen. Dann wird das ein riesiger Busch, haben wir letztes Jahr gehabt.
Der absolute Oberhammer. Hier haben wir Schnittlauch, der kommt auch immer, aber jetzt, wie gesagt, der ist noch relativ klein. Die ist durchs Umpflanzen, leidet das Ding ein bisschen, das ist Kapuzinerkresse. Ja, dann gehen wir mal eben weiter und schauen. Ah ne, hier haben wir was vergessen, fast hier, die Tomatenpracht schlechthin. Hier unter dem Abdach, so langsam werden sie rot. Hier haben wir noch keine von geerntet, also ich denke mal, das dauert jetzt noch 2, 3, 4 Tage hier. Dann haben wir die ersten fertig, also wie gesagt, die wachsen prima. Die sind mir allerdings ein bisschen zu spät. Ich habe mir für nächstes Jahr eine Sorte rausgesucht, die dieselben Eigenschaften hat wie diese Tomatenpflanze, die aber früher kommt. Das werde ich mal ausprobieren. Ne, wie gesagt, Juli, Tomaten im draußen, weiß ich nicht, ob das spät ist oder früh. Ich denke mal, die im Gewächshaus haben, die haben jetzt schon seit 2, 3 Wochen vielleicht was geerntet. Hier hat es auf jeden Fall noch ein bisschen gedauert. Und natürlich der Basilikum und auch wieder nicht vergessen hier, immer alle Blüten abreißen hier. Da muss man echt gegen anarbeiten. Aber wie gesagt, dann wird das ein wahnsinniger, riesiger, fetter Busch. Die muss ich auf jeden Fall noch alle abmachen. Jo, bewegen wir uns hier mal nach hinten. Den Garten, den gucken wir uns ganz zum Schluss an. Das sieht prima aus. Die erste Pflanze hier in der Reihe ist die rote Johannisbeere. Die Saskantonbeere war ja hier vorher. Die ist, da habe ich nach vorne versetzt, so dass wir hier alle Johannisbeeren haben. Und zwar habe ich hier folgende Sorte. Kannst du selber lesen. Und da habe ich tatsächlich die künstliche Intelligenz gefragt, also ChatGPT, was denn die Sorte ist an Johannisbeeren, die am wenigsten sauer ist. Weil ich finde, mir sind Johannisbeeren, die roten, immer zu krass sauer. Deswegen habe ich ja die weißen genommen. Meine Frau will unbedingt die roten. Ich habe geguckt, dass es eine große Sorte ist. Und wie gesagt, die am wenigsten sauer ist. Das werde ich dir aber nächstes Jahr erst sagen können. Der Busch ist hier angekommen, da waren 5 Stück dran, die schmeckten prima. Ich weiß allerdings, wie gesagt, im ersten Jahr sind sie ja, oder die ersten, die dran sind, die schmecken meistens nicht so. Also nächstes Jahr werden wir es wissen, weil der Busch ist ja auch schon relativ groß. Hier haben wir die Josta-Beere, die fanden wir ja ziemlich, also die hat uns beiden eigentlich nicht geschmeckt. Aber wie gesagt, in diesem Jahr komischerweise ist die wirklich richtig lecker geworden. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass wir die noch umgepflanzt haben und dann entwickeln die Beeren sich nicht so gut. Hier auf jeden Fall haben wir einen gesamten Monat bestimmt was von geerntet und es hängt immer noch voll. Also das Ding ist sehr ertragreich. Ich denke mal so von Juni bis Juli haben wir die geerntet. Hier sind noch die weißen Johannisbeeren. Das ist die späte Sorte. Wie du siehst, die sind etwas kleiner. Die weißen Johannisbeeren sind aber super lecker. Das Ganze haben wir als Hochstamm. Und hier haben wir die nochmal eine weiße Johannisbeere, aber nicht als Hochstamm. Die ist aber wesentlich früher gewesen. Die ist jetzt schon komplett durch. Da haben wir alles radikal leer gefuttert. Oh, ich sehe hier, da sind noch ein ganz paar dran. Die werden wahrscheinlich relativ süß sein, wenn man die dran hängen lässt. Also die sind immer noch sauer, aber wie gesagt, sehr, also weniger süß als, weißt du, was ich meine. So, hier haben wir noch die zweite Sorte Indianerbanane. Da muss man immer 2 von haben, dann geht man auf Nummer sicher, dass die sich auch bestäuben. Die habe ich allerdings sehr klein gepflanzt. Die Pflanzen sind sehr teuer. Ich glaube, so eine Größe kostet schon 50 oder 55 Euro. Und ja, hier haben wir die Säulenbirne Pepi. Die trägt reichlich dieses Jahr. Richtig toll, das wird eine wahnsinnige Ernte. Da wird auch nichts mehr abfallen. Und auch hier unsere andere Birne, die hängt wieder so voll, wie sie schon mal voll hing. Ein Jahr, wie gesagt, letztes Jahr hatten wir nur 2 Stück. Dies Jahr wieder komplett voll, das Ganze hier. Ist der Hammer. Ja, die Himbeeren haben wir auch den ganzen Juni. Und ja, Juli werden wir auch noch ordentlich welche ernten. Also es sind noch viele, viele, viele dran. Also das ist hier so eine der ertragreichsten Beeren, die wir haben im Garten. Und das ist wirklich hier echt ein Genuss. Und die sind so lecker, die Dinger. Also da futtern wir jeden Tag, essen wir hier wirklich. Also seit Juni haben wir hier wirklich jeden Tag bestimmten Kilo Beeren. Also alles, was wir hier so haben. So an Mix. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal, dass wir beim Thema bleiben, hier zu der nächsten Beeren-Ecke. Auch hier die Blaubeeren, die sind dieses Jahr sowas von gut gekommen. Ne, also hier siehst du wirklich, ja, die Blaubeeren, also das Ding hängt noch voll. Ich mache jetzt hiervon mehrere Ableger, weil das ist nämlich eine späte Sorte. Du siehst nämlich, hier sind erst ein paar reif und ganz, ganz viele noch grün. Und die sind schon größtenteils durch. Hier haben wir schon von dieser Reihe, hier haben wir schon so viele Blaubeeren geerntet. Aber du siehst, es hängt immer noch voll. Also das ist echt der Hammer. Also die haben wirklich super getragen. Natürlich ganz wichtig bei Blaubeeren, den Fehler haben wir erst gemacht. Muss natürlich unten Torf rein und nicht irgendwie normale Erde oder irgendwo normal in Garten pflanzen. Wie gesagt, ja, die da hinten, das war die, die am wenigsten getragen hat. Aber du siehst, auch hier können wir jeden Tag massig an Blaubeeren ernten. Die Erdbeeren sind schon durch. Das ist immer ein schnelles, kurzes Vergnügen hier. Da hängt noch, vielleicht kann man hier und da noch mal eine finden. Die letzte Erdbeere, die werde ich mir auch gleich noch gönnen. Vielleicht finde ich noch ein oder zwei. Die roten Punkte, das sind leider hier nur die Bewässerungsstopfen. Das sind nicht die Erdbeeren.
Ja, hier, die ist ja schon lange durch, die kommt ja im April, das ist die Kamtschatka-Beere. Und genau, jetzt kommen wir uns, gucken uns mal die japanische Weinbeere an, was die so macht. Die sitzt hier, aber das ist erst, die wird erst so September, Oktober tragen. Mal gucken, die sind so ein bisschen klebrig hier, die Knospen. Sieht ganz interessant aus. Ja, hier war auf jeden Fall ein wahnsinnig großer Ertrag und das läuft hier super mit. Die Walnuss, da habe ich gedacht, Mensch, dieses Jahr endlich mal eine Ernte. Aber irgendwie sehe ich tatsächlich da nur eine einzige Walnuss dran. Ja, ich hoffe, dass dieser Baum irgendwann noch mal trägt. Vielleicht hat er zu wenig Sonne, weil er hier so ein bisschen zwischen dem Bambus steht. Oder das Ding ist einfach noch nicht alt genug. Man sagt ja so 6 bis 7 Jahre muss so ein Walnussbaum werden, damit der was trägt. Also oben sehe ich noch eine einzige. Ja, ich denke mal zwei, drei kann man hier finden. Aber dies Jahr leider auch noch keine Walnussernte. Ich habe mich riesig gefreut, weil da hingen ganz viele kleine Walnüsschen dran, aber die sind alle wieder abgefallen. An dem Erdbeerbaum hier hängen wir ja sehr, aber ich glaube, dass er dieses Jahr bis zum Winter wird er wahrscheinlich dran glauben müssen. Der wird umgepflanzt, verschenkt, irgendwie was auch immer. Ich warte jetzt seit 5 oder 6 oder 7 Jahren drauf, aber hier ist noch keine einzige Erdbeere gekommen. Ich habe das nochmal auch im Internet recherchiert. Also es gibt Leute, die Dinger anscheinend hier ernten können und einige aber nicht. Ich denke mal, das ist eher so ein Ding für Süddeutschland und nicht für Norddeutschland. Ich habe so ein Ding jetzt zum zweiten Mal gehabt. Ich habe da noch nie irgendeine Frucht dran gesehen. Ja, dann kommt dafür hier irgendwie wahrscheinlich eine schwarze Johannisbeere hin. Die haben wir nämlich hier im Garten noch nicht. Wir haben übrigens insgesamt 13 Beerensorten. Hier ganz versteckt noch die Stachelbeere übrigens. Die wird, sorry für die Windgeräusche, die wird vornehmlich von den Enten gefuttert. Die haben hier unten schon alles ratzeka leer gemacht. Und die haben die nämlich irgendwann entdeckt und dann war dieser Busch in ein, zwei Tagen leer. Ja, hier sind auf jeden Fall noch welche dran da oben. Ne, die sind auch, wie gesagt, sehr lecker. Ich bin ja nicht so der Stachelbeerfreund, aber so zwischendurch mache ich die auch mal. Ja, laufen wir nach hinten. Hier ist noch so ein bisschen Bauzeugs und so, Schubkarren und hier ist ein bisschen Gerödel. Ja, hier, da wollte ich dir nur noch zeigen, die Birne. Die wächst und gedeiht, da tut sich nicht viel. Trägt auch noch nichts, wahrscheinlich nächstes, übernächstes Jahr. Also das Ding ist noch zu jung. Hier siehst du noch den Bambus, der gedeiht ganz prächtig. Ja, die Kirsche übrigens hat zum ersten Mal ja, in nennenswerter Menge getragen. Die sind jetzt aber schon durch, ungefähr vor 2 Wochen, so Mitte Juni ist das gewesen. Dann haben wir hier die Kirschen geerntet. Allerdings waren die sehr hoch. Ich muss mir nächstes Jahr so ein Kirschenpflückgerät mal holen, so einen Stab. Ja, hier wächst übrigens noch. Keine Ahnung, was das ist. Majoran. Ja, riecht nach Majoran. Habe ich hier einfach ausgesät. Hatte ich ja vorher drin. Das habe ich vorne auch nochmal doppelt. Hier ist auch noch der Schnittlauch doppelt. Hier ist so meine Ecke. Da entsorge ich die alten Pflanzen, die ich nicht mehr brauche. Und dann habe ich hoffentlich irgendwann dann eine ganz tolle wilde Kräuterwiese. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück Richtung Bootsauffahrt. Und da möchte ich dir nochmal ein bisschen zeigen, was ich in meiner Anzuchtstation habe. Hier habe ich eine Pfingstrose gerettet, die, mal gucken, wo ich die noch hinmache, das ist eine Staude. Hier die schwarze Johannisbeere, da habe ich auch per ChatGPT rausgesucht. Ich wollte eine haben, weil mich nervt das immer, dieses Gepflücke. Eine, wo die Früchte möglichst groß sind. Und die hat tatsächlich auch hier im Topf, die steht da erstmal so auf dem Abstellgleis, die hat tatsächlich getragen und da waren so richtig fette Dinger, fast wie Weintrauben. Ja, hier in der Voranzucht, was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal Salat nachgesetzt. Ich habe jetzt mit Salat im Juni eine Pause gemacht, weil ich echt so viel Salat haben wir gehabt. Alles, ne, Salat, man macht immer ganz viel im Frühjahr und dann plötzlich hat man zu viel. Deswegen, jetzt ist wieder Zeit für Salate. Hier haben wir Groninger, das ist Rosenkohl. Eine Platte habe ich schon eingepflanzt, eine ist hier noch im Wartegleis. Hier habe ich Buschbohnen nachgesetzt, jetzt direkt zum Monatsanfang. Was das ist, weiß ich nicht. Entweder ist das Brokkoli oder Kohlrabi, eins von beiden. Hier haben wir noch ein bisschen, hier das, wie hieß es noch? Muss eben dran riechen. Ah, Salbei, genau. Hier ist eine Salbeipflanze. Und genau, hier habe ich übrigens noch eine extrem späte, habe ich bestellt, 5 Stück. Blaubeeren, wir wollen noch mehr Blaubeeren haben. Wir haben schon so viele Blaubeeren, aber wir lieben die Dinger. Das ist eine ganz späte Sorte. Das heißt, wenn die eine Sorte durch ist, haben wir lückenlos hier die andere Blaubeersorte. Das heißt, wir haben dann bestimmt über 1,5 bis fast 2 Monate haben wir Blaubeeren, wenn es gut läuft. Ja, da hinten ist noch so ein bisschen Bambus und Begrünung und sonstiges. Das ist jetzt uninteressant. Das ist Kirschlorbeer und ein bisschen Bambus. Das sind so meine Experimentierecke. Genau. Jetzt gucken wir aber mal eben, was das Beet hier so abwirft.
Und hier sehen wir schon, total genial, hier sehen wir schon die fetten, geilen, dicken Spitzpaprikas. Ne, hier außen im Freileinanbau. Ne? Ich meine, im Gewächshaus kann sowas jeder, aber das ist ja mega, was es hier geworden ist. Ich habe verschiedene Sorten durchprobiert, unter anderem hier die Sorte Sweet Banana. Das ist tatsächlich anscheinend hier, wenn ich mir das mal angucke, die schon am meisten hervorgebracht hat. Im hinteren Bereich, was haben wir denn hier? Ah, da steht jetzt kein, aber das könnte auch noch eine sein. Ja, Yolo Wonder haben wir hier. Das ist eine Blockpaprika, da siehst du es auch schon was dran. Ne? Mal gucken, ob wir da ernten können. Übrigens, ich geize die Paprikapflanzen nicht aus. Ich schneide die nicht, knipse da nichts ab. Ich lasse sie einfach so wachsen. Und ich glaube, das ist auch das Klügste, was man machen kann. Ja, dann haben wir hier nochmal eine. Was ist das? Pantos. Die ist aber schon ein bisschen angegammelt. Aber da sind schon relativ dicke dran. Also Pantos kann man auch machen. Ja, aber es ist von der Menge nicht so viel. Also ich glaube, die Sweet Banana werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Das sieht mir nach einem guten Ertrag aus. Da hinten ist wahrscheinlich, die ist dunkelgrün, daran erkennt man es wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Rest von der Pantos gewesen. Ja, dann hier Eisbergsalat. Nochmal Eisbergsalat. Eisbergsalat, Eisbergsalat, Eisbergsalat. Da haben wir rote Beete ganz viel. Hier die Gurken übrigens dieses Jahr. Die sind überhaupt nicht gekommen. Und zwar fehlt anscheinend irgendein Insekt. Die Schneiderin von meiner Frau hat das irgendwie erklärt. Das sind so Iraner, die kennen sich damit auch gut aus. Und hier kommt schon die erste Gurke, aber es fehlen anscheinend Insekten, die irgendwie bestäuben. Deswegen machen wir das jetzt per Hand. Dazu muss man dann immer irgendwie hier da die Blüte an die andere machen, wo schon die kleinen Gürkchen dran sind. Weil sonst fallen nämlich die kleinen Gürkchen hier von der Pflanze ab. Also wir haben noch nicht der Rede wert Gurken geerntet. Also eigentlich hätten wir schon längst welche haben müssen. Ja, wir lieben das immer, Gurkensalat. Hier der Sellerie, bombastisch. Hier wächst richtig gut. Da hinten auch noch hier, der steht wie eine Eins. Hier haben wir Salat ein bisschen einfach mal keimen lassen, hier in Saat gehen lassen. Mal gucken, was das wird. Hier noch eine Paprika am Rand, die hatte ich auch noch über. Da ist aber noch nichts dran. Scheint keine gute Sorte gewesen zu sein. Hier der Sommersalat Pirat. Also das ist wirklich einer meiner liebsten Salate und kann ich echt empfehlen. Kommt immer. Wir haben allerdings ein Schneckenproblem dieses Jahr. Mache ich auch noch ein Video zu Schneckenbekämpfung. Da gibt es aber schon welche. Da gibt es eine Sache, die funktioniert. Das siehst du aber dann in meinen nächsten Videos. Also wie gesagt, ich habe es hier relativ gut im Griff. Aber trotzdem sind immer mal wieder ganz kleine Babyschnecken hier drin. Die verkrümeln sich im Salat. Die erwischt man nicht immer alle. Ja, dann habe ich hier einfach mal zum Spaß 3 Kartoffeln noch gepflanzt. Mal schauen, ob es was wird. Hier, das ist die Wintererbse Sima gewesen, glaube ich. Die habe ich, wollte ich eigentlich viel früher. Also das ist keine richtige Wintererbse. Die kommt nämlich jetzt. Die hat sehr kleine Schoten, aber dafür auch sehr viele. Meine Frau sagt, die schmecken super, aber mir sind die zu spät, mache ich nicht nochmal wieder. Diese Wintererbsensorte, ich habe mir erwartet oder ich habe mir davon versprochen, dass sie wesentlich früher kommen. Hier sind die Reste von unseren Lauchzwiebeln. Hier war alles voll mit Lauchzwiebeln, die haben wir alle schon geerntet. Hier habe ich so einen schönen Bogen gemacht aus der Stangenbohne. Die sind aber noch nicht so weit. Die blüht jetzt gerade. Das passt eigentlich prima, weil wir haben nämlich jetzt das zeige ich dir gleich noch eben. Hier haben wir nochmal wieder noch ein paar Lauchzwiebeln. Das sind noch die jüngeren, die sind noch nicht da, sind schon wieder ältere Lauchzwiebeln. Also ich habe dieses Jahr viel zu viele Lauchzwiebeln gemacht. Karotten sind schon toll geworden, wirklich. Ich habe die Sorte Katrin ausprobiert und Nantes 3. Nantes 3 hatte ich letztes Jahr schon. Katrin, wie hieß die Sorte noch? Eine war Katrin und eine Sorte hieß noch Sweet Tender, glaube ich. Und das soll die süßeste Möhre sein. Habe ich aber noch nicht probiert. Aber werde ich auf jeden Fall noch. Ich habe hier irgendwelche gegessen. Ich weiß aber nicht, welche Sorte das jetzt genau war. Hier habe ich den Mais gepflanzt. Das sollte eigentlich als Rankhilfe dienen für die Erbsen. Aber der Mais ist ein bisschen zu langsam gewachsen. Deswegen hängen die Erbsen jetzt hier so auf 7:30. Ja, weiter geht's. Da haben wir nochmal wieder hier 3 Piraten. Wunderbar. Ne? Hier noch ein paar Zwiebeln, dicke, fette Brocken. Was das für eine Sorte ist, weiß ich nicht. Die kommen, glaube ich, sogar noch aus dem letzten Jahr. Ja, hier nochmal Pirat nachgesetzt. Ne? Ich mache immer nur 2, 3, 4 Stück, weil sonst hat man nachher zu viel. Hier haben wir Ailsa Craig, das ist die Zwiebel. Oder ob das Exhibition ist, die Gemüsezwiebel. Ah ne, Ailsa Craig lese ich da hinten auf dem Schild. Deswegen ganz wichtig, dass man immer seine Schilder macht, weil die Sorten sind tatsächlich entscheidend für den Ertrag, den man nachher hat. Und je nachdem, in welcher Region man wohnt. Hier haben wir schon 3 oder 4 Brokkoli geerntet, die standen hier. Jetzt kommt hier, da ist noch einer, der ein bisschen verkümmert ist. Rote Beete, da übrigens richtig fette. Die sehe ich übrigens erst im August wieder aus oder September, dann für den Winter.
Da haben wir mehr als genug von, die raspeln wir in jeden Salat rein. Ja, hier, was haben wir denn hier, das habe ich gesetzt, ist Rosenkohl, genau, Rosenkohl habe ich gemacht und da kommt noch viel mehr Rosenkohl. Jetzt muss man schon so ein bisschen an die Winterernte denken, Grünkohl habe ich nämlich jetzt auch schon in der Voranzucht, ich habe die aber einfach hier wild ausgesetzt, da übrigens noch mal ein bisschen mehr Salbei, Zucchini auch dieses Jahr. Überhaupt keine Ernte, nicht eine einzige Zucchini dran. Vielleicht ist hier die erste dran, nee, nichts gefunden. Also das hat auch irgendwas mit der Bestäubung dieses Jahr zu tun, sonst geht das eigentlich immer. Aber wie gesagt, man hat immer irgendein Gemüse, was in dem Jahr komischerweise nichts wird. Ja, hier der Grünkohl, da habe ich die Sorte Winnetou genommen. Unverschämt teuer, das Saatgut, kostet irgendwie 3,50 oder 4 Euro oder sowas. So ein ganz paar Dinger hier, die mehr war das gar nicht. Wie gesagt, die werde ich dann hier ein bisschen, dass die so 2, 3, 4 Blattpaare haben und dann werde ich die dann auch hier so mit dem Abstand hier irgendwo reinsetzen, wo Platz ist. Ich lasse jetzt erstmal hier, da stören sie keinen. Hier sind die Buschbohnen, Major, glaube ich, ist es die Sorte. Ja, die blühen fleißig, noch nichts dran. Und da übrigens, das ist jetzt schon durch. Du siehst, ich habe hier wirklich lückenlosen Anbau. Da sind diese dicken Bohnen gewesen, die hast du noch letztes Jahr, letzten Monat gesehen. Die sind schon komplett weg. Die haben wir aber, ja, da haben wir noch einen ordentlichen Vorrat von. Wir haben so einen ganzen Wäschekorb da geerntet. Also das waren, glaube ich, wie viel waren das? 1, 2, 3, 30 Pflanzen? Irgendwie so. Also 30 so Pötte mit jeweils drei Körnern Saatgut drin. Also ja. Ich habe das ja in so Töpfen vorangezogen, ne? Ja, das ist es hier gewesen von den Gemüsebeeten. Und ja, mir fällt eigentlich jetzt gar nichts mehr ein, was hier so ist. Deswegen sage ich schon mal Tschüss bis zum nächsten Video und verabschiede mich hier mit dem wunderschönen Bild von unseren Hochbeeten.